Und ich sage Hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu DKSMR. Ja, ich bin immer noch in der Psychiatrie, ich habe keine Ahnung. Also ist eigentlich eine Entzugsklinik, ne? Reaching Dreams heißt die, hier bin ich, habe gerade irgendwie die Nacht verbracht und ja, hier ist irgendwie alles ein bisschen merkwürdig. Ich gucke mich hier gerade um, guck mal, was macht denn das I hier oben? Ach so, ach, das ist für Inventar, ja. Mhm. Das kann ich aber nicht kombinieren damit, oder? Kombinieren. 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 Nee. Wäre ja auch merkwürdig. Wozu sollte ich die beiden Sachen auch kombinieren können? Ja, und jetzt wollte ich durch die Tür hier gehen. Als nächstes. Und wollte mich hier umschauen. Da ist doch... Wie kann denn das sein? Guck mal, was das für ein kleiner Raum ist, ne? Ich meine, ich bin jetzt ja hier reingegangen. Ich kann mich nicht nach links und rechts bewegen. Und es ist doch schon ein bisschen merkwürdig. Hier ist doch einer lang gehuscht im letzten Part. Wo ist denn der hingehuscht? Hier ist nochmal so ein Ring. Draußen lag auch so ein Ring. Das ist ja verrückt. Ich muss eigentlich zurück. Okay. Warum sind hier so Ringe? Was ist hier los? Rausgucken kann ich hier auch wieder nicht. Was ist denn das für eine Klinik? Ja, dann mach mal auf. Okay, aber wo muss ich denn jetzt hin? Das ist ja total verrückt. Dann muss ich da bestimmt runter noch. Bin ich da unten schon gewesen? Ich guck noch mal. Ich habe das, wenn, habe ich es verdrängt. Guck mal, da war ein gelbes Licht, ist davor. Ah, ich verstehe, da sind ja Türen zu. I see. Die Türen, und da, guck mal, da ist so ein gelbes Licht oben. Und da gibt es bestimmt welche, da ist ein rotes Licht und die sind dann geschlossen. Da muss ich mal drauf achten. Ne, was ist hier denn? Ne, das war im letzten Teil auch, ne? Da hat dann mir so ein Bild dazu geblinkt. Das war irgendwie auch ein bisschen komisch. Guck mal, hier ist auch noch so ein Ring. Das ist ja total merkwürdig. Was ist denn hier los? Okay, ich gucke mich jetzt hier erstmal in dem Raum weiter. Hallo? Ein roter Schmetterling. Er ist schön. Ja, beautiful. Sie lässt sich nicht öffnen. Ah, da ist aber keine so eine Lampe drüber. Okay. Guck mal, hier ist auch wieder so ein Bild, ne? Von so einem Kind. Hier sind irgendwelche Bücher. Warum ist da ein roter Schmetterling? Alter, ich bin da, was ist denn? Okay, ich guck mal in die Richtung. Ne, von da bin ich ja gekommen. Okay. Alles klar. Dann bleibt mir nur diese Tür übrig. Ah, die Tür klemmt. Sie gibt nicht nach. Kann ich hier nicht irgendwie... Habe ich irgendwas übersehen? Ja, ich gehe hier nochmal raus. Ich folge jetzt den meinen Pfeilen. Ach, hier ist noch eine Tür. Guck mal. Aber was ist hier denn los? Okay, das sieht aus wie ein Lager oder so. Gibt es hier irgendwo einen Lichtschalter? Ne, ich sehe natürlich auch nichts, ne? Untersuchen, ja, natürlich, bitte. Was ist das denn? Ah, da kann man drauf drücken. Ja, das ist ja verrückt, okay. Aber passiert nichts, oder? Da kann man bestimmt, da passiert bestimmt irgendwas. Pass mal auf, ich... Das ist ja nicht umsonst hier, oder wie? Aber Licht oder so geht da nicht an. Du musst dich in diesem Raum weiter umschauen. Na gut. Dann mache ich das mal. Untersuchen. Ja. Oder ist hier noch irgendwo was, was ich weiß? Irgendwas, was ich noch antatschen kann? Wenn du die Augen in der richtigen Reihenfolge drückst. Okay. Na, so schon mal nicht. Dann kann es ja nur so sein. Ja, aber so ja auch nicht. Du musst einen Hinweis für dieses Rätsel finden. Ja, das dachte ich mir fast. Und gibt es hier in dem Raum denn hin... Ach so, guck mal, das ist... Jetzt ist auch mein Fragezeichen weg. Jetzt habe ich alle Tipps erhalten. Wahrscheinlich. Aber ich kann hier nicht... Hinweis für das Rätsel. Tori was here. Hi, Tori. Das ist ja schön, dass du hier gewesen bist.
Das kann ich leider nicht angucken. Hier ist auch nichts weiter. Okay. Ich muss einen Hinweis für das Rätsel finden. Also ich habe jetzt hier diese komischen. Ah, weißt du, was ein Hinweis sein kann? Pass auf, da ist doch. Ah Gott, wo war denn das? Ich muss hier noch mal raus. Ich hatte im vorherigen Part. Waren die Bilder mit denen, wo die Augen gezwinkert haben. Erinnerst du dich, wo ich noch gesagt habe, ja, nee, alles klar, ne? Ist echt schick. Da muss ich bestimmt noch mal hin zurück. Würde ich fast vermuten. Jetzt muss ich nur mal gucken, wo das war. Ich finde das doch im Leben nicht wieder. Deswegen folge ich jetzt mal den Pfeilen. Da sind sie. Links, rechts, links, links, rechts. Ah, das muss ich mir aufschreiben. Geil, wie oldschool ist das denn? Das finde ich ja richtig, aber okay, ich nehme mir jetzt hier einen Zettel und einen Stift. Pass mal auf. Du hörst mich jetzt hier gruschen und es passiert natürlich nichts. Also ist das. Wie war das? So, jetzt warte ich nochmal ab. Links, rechts, links, links, rechts. Alles klar. Wie geil ist das denn? Oh, ich mag sowas bei Spielen. Ich finde es einfach so. Ja, da war ich schon. Ich finde es einfach so toll, wenn da so eine alten Spielmechaniken wieder aufgegriffen werden. Ich finde es super. Ich mag das sehr. Das finde ich sehr, sehr cool. So. Untersuchen, ja. Also, machen wir. Links, rechts, links, links, rechts. Ah, was habe ich denn hier? Ein Schlüssel. Aufheben, bitte. Kann ich das wieder zumachen? Das fällt doch sonst auf. Kann ich natürlich nicht. Jetzt gucke ich aber mal in mein Inventar. Guck mal, da ist auch so ein. Ist das ein Hund, ne? Also so ein Baby-Welpenhund. Der gehört bestimmt. Ach, guck mal. Ach, und das kann ich dann so drehen. Ja, das gefällt mir. Okay. Das finde ich nett. Das gehört bestimmt zu der Tür, wo die Hundeaufkleber drauf gewesen sind. Denke ich. Okay. Jetzt weiß ich nur natürlich auch nicht mehr, wo die Tür war. Weißt du, das ist halt bei mir ja immer. Ja, ich bin halt orientierungslos. Das war schon damals, ich habe das Phantasmagoria, das ist auch so ein Horror-Point-and-Click-Adventure. Uralt schon. Das gibt es, glaube ich, mittlerweile auch kostenlos zum Downloaden. Musst du mal gucken. Also, wenn du da mal googelst, das findest du bestimmt. Und. Ja, nee, hier ist das nicht gewesen. Da habe ich mich auch, spielte halt in so einem Haus, ne? Habe ich mich auch ganz oft verlaufen. Ich bin da einfach echt so vollkommen plan- und orientierungslos schon immer gewesen. So, dann gehe ich hier mal raus und guck mal. Die Bilder, ne? Warum ist da überhaupt immer ein Regenwurm? Was ist hier denn los? Nee, das finde ich auch nicht gut. Da würde ich auch nicht reinkrabbeln. Aber das war doch vorhin nicht offen. Das war doch vorhin nicht. Oh, nee, falsch. Das war doch vorhin nicht auf. Ich bin noch nicht bescheuert, oder was? So. Ah ja, hier bin ich eingesperrt worden. Hier ging's los, genau. Ja, jetzt ist nur nicht. Wo ist denn die blöde andere Tür? Da war die. Zeit ist eine Illusion. Ja, immer noch. Okay. Jetzt muss ich gucken. Sie ist verschlossen. Kann ich denn. Da ist Blut auf dem Schloss. Ja, aber ich kann jetzt nicht hier den. Ich probiere das jetzt aus. Verwenden. Ach so, das kann hier nicht verwendet werden. Wo war denn diese blöde Tür? Ach, mach mich doch nicht fertig. Ah. Ja, da bin ich ja vorhin schon irgendwie nicht weitergekommen, ne, weil ich ja nicht wusste, Griff benutzen. Ach so. Nichts passiert. Ach so, ich muss hier. Ah. Ich verstehe, ja. Okay, ich muss hier Sachen einstellen und dann.
Nichts passiert. Ja, da muss ich erst herausfinden, wie das funktioniert. Okay, ich verstehe. Wo ist denn die blöde Tür? Das ist hier für den ollen Ventilator hier. Da brauche ich ja nichts weiter. Ne? Was kriege ich denn hier für einen Hinweis? Ich soll hier wieder weggehen. Vermutlich hier raus. Aber wo ist denn die... Na, mach mich doch nicht. Da unten soll ich hin. Aber da unten war definitiv nicht die Tür für den... Okay. Oder ich muss da gar nicht irgendwie hin zu der Hundetür. Aber weil da ein Hundeschlüsselanhänger dran ist, dachte ich. Ach, das ist die Hundetür. Ich bin echt so doof, ey. Gott, ja, nee, jetzt bin ich hier ganz umsonst rumgelaufen. Na, dann mach mal auf. Alter, wo bin ich hier denn? Was ist denn hier passiert? Hallo? Kann ich davon eins mitnehmen? Nee. Oh, das Geflacker, ne? So. So. Da ist ja irgendein Freak, ne? Also das. Du musst dich in dem Raum weiter umschauen. Da ist ja irgendein Freak. Also das ist doch hier eine Freakshow, oder nicht? Also mal ganz ohne Scheiß. Kann ich hier nicht irgendwie. Nee, da ist auch nichts. Wie soll ich mich denn bei dem Geflacker umschauen? Da werde ich ja kirre. Da vielleicht noch auf dem Schreibtisch. Nee, machen wir mal auf hier. Eine Münze. Aufheben. Jo, 5 Stück kann ich davon einsammeln. Habe ich im Inventar schon gesehen. Da unten ist es. Unten links in der Ecke. Verwenden. Nein. Kann ich das aber kombinieren vielleicht? Kombinieren mit. Nö, nö, nö. Das ist wieder Zonk. Okay. Ich muss mich noch weiter umschauen. Da muss ja noch was sein. Ja gut, dann gehe ich hier mal wieder weg. Da unten drunter vielleicht? Nee, aber hier ist noch eine. Wo ist denn. Du musst dich hier weiter umschauen. Ja, aber. Hä? Also ich gucke jetzt nochmal die Wand an. Blinzelt mir zu. Alter, die hat mir doch zugeblinzelt. Warte, ich muss jetzt da das angucken. Gucken, ob die nochmal blinzelt. Die hat geblinzelt. Ich habe das genau gesehen. Die hat doch geblinzelt, oder? Okay. Da geht nichts auf. Da geht auch nichts auf. Hä? Wo soll ich mich denn hier weiter umschauen? Hallo? Könnte mal irgendjemand dieses Flackern beenden? Das macht mich ja ganz wahnsinnig. Ach so, ich kann mich hier auch noch umdrehen. Guck mal. Da. Das Foto aufheben, ja. Das ist mit einem zerkratzten Gesicht gewesen. Das ist ja verrückt. Ach, hier wäre wieder ne, die Tür, ne? Okay, ich würde jetzt gerne das Foto mir mal genauer anschauen. Ah, guck mal, da ist ein Papier hinten dran. Papier abreißen. Jenny was tired of the city life. She decided to fulfill her dream. Live alone in a house in the woods, outside of town. After a few weeks, she truly understood how much she loved it. She had found a place where she would grow old. Or so she thought. One night, before going to sleep, Jenny noticed something strange outside the house. It was difficult to see because it was so dark, but when she turned on the lamps in the room, she could clearly see a man standing next to the shed in the uncut grass. It was almost like he was observing her. 9 meters from the house. Even though he terrified her, she decided to confront him. But once she was outside, the man was gone. She naturally assumed that he'd ended up there by chance and disappeared immediately as soon as he saw that someone was in the house. A few days later,
Jenny had already forgotten about the man. In the evening, Jenny heated up some milk. Drinking warm milk made her sleep better. She walked around the house and took small sips of the hot milk. She stopped at one of the windows and froze when she saw the man again. He stood about 6 meters from the house. This time, she could clearly see him. He was pale and skinny. His eyes reminded her of a doll's. The empty eyes looked at her, but at the same time, they didn't. She was about to open the window when he suddenly began walking out of her sight towards the entrance of the house. She ran quickly to the kitchen and picked up a knife. She stood there, frozen, waiting for the man. But he never came. A few minutes later, she went out to check if he was still there. He wasn't. Time went by, and once again, Jenny started to forget about the man. But on this night, it felt strange somehow, almost as if she was being watched. Despite this incredibly unpleasant feeling, Jenny decided to try and get some much-needed sleep. As she was turning off the lamps in the house, she noticed something in the corner of her eye. Something that's not usually there. It was the man, 1 meter from the window. Jenny was so scared that she screamed out loud, then she ran and hid in the bedroom. She heard his footsteps through the grass outside the house. It sounded like he was moving closer to the entrance. Jenny remembered the second time she had seen him, when he also walked towards the entrance, but then disappeared of his own free will. The thought calmed her until she heard the door slam open. As she screamed, she realized she had nothing she could defend herself with. She turned around and opened the window, jumped out and ran towards her car that was parked 5 meters from the house. She was trembling with fear when she started the car. As she drove away, she looked into the rearview mirror. The man was standing at the window, looking right at her. Das ist aber eine gruselige Geschichte. Oh mein Gott. Und was war nun mit dem Mann und was mit Jenny passiert? Und ist das auf dem Foto Jenny? Und ist sie diejenige, die vielleicht unsere Hilfe braucht? Ist der Mann derjenige, der hier durch die Gegend schleicht? Man weiß es nicht. Ich glaube, wir werden uns da im nächsten Part ein bisschen näher mit auseinandersetzen. Vielleicht finden wir da noch was raus. Ich finde die Geschichte auf alle Fälle schon mal sehr, sehr cool. Ich freue mich auf mehr und sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.